Moin Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit Train Sim World hier auf meinem Kanal. Und heute geht's endlich mal wieder nach England. Und zwar habe ich mir überlegt, wir werden uns mal jetzt mal hier von oben nach unten durchkämpfen. Also ist ja kein Kampf, macht ja Spaß das Ganze, aber wir haben nicht mehr viel zu machen. Also hier oben die ersten fünf Strecken, die haben wir jetzt wirklich schon kennengelernt. Die East Coast Way würde uns jetzt noch fehlen, der fangen wir heute an. Der Peninsula Corridor fehlt uns noch, die Tees Valley. Die Main-Spessart-Bahn, die haben wir schon. Northern Transpennine würde uns noch fehlen. Das ist die an der Westküste, die Strecke. Die Long Island, die hatten wir schon. Die Ruhrsieg Nord, die fehlt noch. West Somerset und Great Western. Deswegen werden wir jetzt mal eine englische Woche einführen, so wie wir letzte Woche so ein bisschen amerikanische Woche hatten. Und werden heute mit der East Coast Way hier anfangen. Und ich würde sagen, wir beginnen eine neue Reise. Pendelverkehr zwischen in dem Maler oder entlang der malerischen Landschaft von Südengland in Trains and World East Coast Way. Auf geht's. So, ihr kennt das ja, ne? Die ersten Folgen von einer neuen Strecke, da bin ich immer relativ leise und in 3 Tagen sind wir dann ja passend zur englischen Woche auf der nächsten englischen Strecke, die ja am 4. dann endlich erscheint. Und am 5. werdet ihr dann entsprechend das Ganze als Let's Play auf meinem Kanal erleben. So, Class 377 Einführung. Also keine klassische Streckeneinführung, wie wir sie sonst kennen. Willkommen bei diesem Elektrotriebzug Class 3774 im Southern-Anstrich. Diese kurze Einführung umfasst die wesentliche Fahrsteuerung, den Umgang mit den Fahrgasttüren und die Fahrtwiederaufnahme nach einer Notbremsung. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Ja. Einmal hoch. So. Sie werden viel Zeit auf dem Lokführersitz verbringen. Dann machen wir erstmal die Tür zu, ne? So viel Zeit muss sein. Also, so typisch Englisch, ne? Wir sitzen wieder auf der verkehrten Seite für uns deutschen Lokführer, für den Engländer natürlich nicht. Aktivieren Sie das Hauptpult wie angegeben. Jetzt versuchen wir uns das alles zu merken. Das Hauptpult soll aktiviert werden. Nöp. Ja, komm her. Ja. So, zack, bumm. Der Richtungsschalter wird verwendet, um in die gewünschte Fahrtrichtung zu fahren. Erhöhen Sie jetzt die Leistung, um loszufahren. Ihr seht, ist relativ easy aufgepimpt anscheinend hier das Ding. Dann fahren wir mal los. Kein Willkommen oder so? Jetzt bin ich aber entsetzt, weil so alt ist die Strecke gar nicht. Reduzieren Sie die Leistung und lassen Sie den Zug ausrollen. Bewegen Sie zum Bremsen und Anhalten den Hebel in den Bremsbereich. Also richtig klassische S-Bahn, ne? Nur halt umgekehrt. Hier ist es Fahren, wir ziehen den Hebel zu uns und Bremsen ist den Hebel nach vorne drücken. So, wir sollen jetzt am Ausfahrsignal des Bahnbetriebswerkes anhalten. Ja, das Zugsicherungssystem werden wir hier natürlich auch nutzen. Das machen wir aber erst ab der nächsten oder ab der ersten richtigen Journey, weil wir da auch ein bisschen was zu erklären haben. Mit unserem Sonnenblümchen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall mal erstmal vorne zu dem Signal da vorne oder zu dem Zielpunkt. Ein bisschen bremsen, weil auch hier gibt es natürlich unter Umständen wieder eine Medaille und die wollen wir ja mitnehmen. Sicherheitsfahrtding haben wir hier natürlich, ne? Aber mehr gibt es hier auch nicht. Sicherheitsfahrschalter. Und mit dem quittieren wir auch die Signale. Aber das erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Da passt dir das wieder nicht, oder was? Wegen 3 Yards, oder was? Mal jetzt aber. Brighton ist ein belebter Bahnhof. Warten Sie hier, bis die Freigabe zur Weiterfahrt erteilt wurde. So, die Signale stehen hier links in England, wie in der Schweiz auch. Das liegt am Linksverkehr, natürlich. In Deutschland habe ich ja schon einmal erklärt, im Regelgleis stehen auf der Strecke die Signale in der Regel auf der rechten Seite. Auf dem Gegengleis, also auf dem zweiten Gleis, wenn wir auf der linken Seite fahren, ist es dann auf der linken Seite. Es sei denn, dort steht eine Schachbretttafel, dann kann das Signal auch abweichend vom normalen Standort stehen. Und in der
Im Bahnhof sind die Signale in der Regel auch rechts, egal auf welchem Gleis man fährt, immer rechts das Signal beachten. In England und der Schweiz ist es die linke Seite und die Schweiz spielt ja irgendwann im Laufe des Jahres hoffentlich auch nochmal eine Rolle hier auf dem Kanal. Spätestens wenn die Arosa-Linie kommt. Ich meine, der Output an DLCs, der ist gar nicht so klein, dafür, dass nur drei Entwickler an Trains in World rumbasteln momentan. Merkt man daran, allein während ich dieses DLC hier, während ich dieses Let's Play mache, sind wir jetzt schon mit dem ersten DLC ausgestattet worden. Das zweite kommt ja jetzt noch. So, dieser kleine Ruckler, den kann ich mir nur erklären, damit, dass wir gerade mal kurzzeitig keinen Strom hatten. Wir haben hier unten eine Lampe und wenn ich das richtig sehe, dann geht die zwischendurch mal aus und dann haben wir keinen Strom. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen drauf achten beim Fahren nachher. Mal ein bisschen bremsen. Zu schnell. Kann man eigentlich so viele schöne Bilder machen hier unterwegs immer. Haben wir wieder kurz keinen Strom, ne? Dann kommt immer dieses kleine Ruckeln. Okay, das ist natürlich logisch, ne? Wo kein Strom ist, können wir keine Traktion haben. Könnte man natürlich dadurch lösen, dass man die Wagen so ausstattet, dass die vorne und hinten Strom zapfen. Nutzen Sie den Kombihebel, Leistung Bremse, um etwas Bremskraft auszuüben und an der angezeigten Stelle zu halten. Wenn Sie zu früh angehalten haben, erhöhen Sie erneut die Leistung, um weiterzufahren. Wir gucken uns das gleich mal an mit den Stromabnehmern. Sehr schöner englischer Bahnhof hier, ne? Die Engländer, die bauen ja Bahnhöfe immer ein bisschen größer. Also auch selbst so kleine Dorfbahnhöfe sind bei denen etwas größer. Aber die Eisenbahn hat ja auch in England ihren Ursprung. So, wir stehen. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um die Sicherheit zu gewährleisten und entriegeln Sie dann die Türen. Ja, ja, mach du mal. Ah, wo können wir die Türen entriegeln? Das ist jetzt eine interessante Frage. Wird das hier nicht angezeigt? Türen schließen. Alles freigeben, Türen freigeben. Und wo suche ich die Seite aus? Wahrscheinlich dann hier mit dieser Türen freigeben. Okay, dann haben wir das gefunden. Okay, die roten Knöpfe hier oben sind die Türfreigaben und hier unten nehmen wir die Freigabe zurück. So, stellen Sie den Richtungsschalter auf aus. Einmal aus und einmal deaktivieren. So, hopp. Schalten Sie das Fahrpult aus und gehen Sie ans andere Ende des Zuges, um die Abfahrt vorzubereiten, während die Fahrgäste einsteigen. So, wir gehen mal kurz auf dieser Seite lang und dann gucken wir uns das hier gerade mal an. Also hier ist eine Schleifleiste, mit der Strom abgenommen wird. Und wenn man da mehrere von verbaut, was ja hier eigentlich der Fall ist, zumindest mal im ersten Wagen, und auf dieser Seite auch, dann sollten wir eigentlich kontinuierlich Strom haben, selbst wenn wir mal kurz über Abschnitte fahren, in denen keine Schleifleiste ist, über die wir... So, und jetzt können wir diese Tür, glaube ich, auch noch zumachen, ne? Nee, warte. Geht nicht. Okay, alles klar. Stellen Sie die Steuerung ein, um die Abfahrt vorzubereiten. Bitteschön. Jetzt können wir sie zumachen. So. Wir wollen ja nicht hier irgendwelche Fahrgäste bei uns im Führerschein drin haben. Nein. Nein. So rum, so. Es ist Zeit abzufahren. Schließen Sie die Türen. Die vorausliegende Strecke wurde freigegeben. Also erhöhen Sie die Leistung, um loszufahren. Beachten Sie, dass vor der Ankunft an der nächsten Station eine Notbremsung simuliert wird. So, also Licht spielt hier anscheinend erstmal keine Rolle. Es wird zumindest mal nicht gezeigt, wo wir das Licht anmachen können. Das kümmern wir uns gleich drum. So,
Zeig mir hier. Ah, Temperatur. Rücklichter, Frontscheinwerfer. Hat er nur rotes Licht da? Hey, da haben wir weißes Licht. Okay, wunderbar. Haben wir Hecklichter jetzt auch, oder? Ich weiß gar nicht, fahren die Engländer mit drei weißen Lichtern? Aber wir machen mal auf jeden Fall Heck auch nochmal an hier. Automatisch, das klingt doch ganz gut. Aber da ist nichts automatisch. Ich muss mal gucken, wie die Züge in England signalisiert sind, wenn die fahren. Ah, das ist doch vorne, Mann. Sind sie doof? Rücklichter. Aus. Okay. Müssen wir auf einen anderen Führerstand wahrscheinlich anmachen. Wir geben mal ein bisschen Gas, wir dürfen ein bisschen schneller fahren. Und dann geht er los hier. Ich glaube, die Class 66 kennen wir hier auch nochmal, lernen wir hier auf der Strecke auch nochmal kennen. Zum ersten Mal dann. Die wird ja nachher auf der Great Western Express wird die auch nochmal eine Rolle spielen, die Class 66. Um diese Situation zu bewältigen, muss zunächst die Steuerung zurückgesetzt werden. Folgen Sie den angezeigten Schritten. So, einmal aus das Ding. Einmal wieder an. Und das ist zurücksetzen, würde ich sagen. Der Zug? Also relativ einfaches Thema, ein einfacher Zug, sage ich mal, so von der Bedienung her bis jetzt auf jeden Fall. So ziemlich auch selbsterklärend. Dann fahren wir mal zur London Road. Schön mit Stufenschalter. Ich drücke hier aus der Gewohnheit die Siefer. Aber ein schöner Stufenschalter, den wir da haben. Nutzen Sie den Kombihebel Leistung Bremse, um etwas Bremskraft auszuüben und an der angezeigten Stelle zu halten. Wenn ein bisschen Sie zu früh angehalten haben, erhöhen Sie erneut die Leistung, um weiterzufahren. Bremst so ein bisschen wie die London Underground. Aber es sind ja auch S-Bahn-ähnliche Fahrzeuge. Ah, Türen entriegeln. Diese Seite. Lass mal. Ich war alles richtig. Jawohl, das funktioniert soweit. Dann bin ich doch zufrieden. Komme ich mit dem englischen Material hier besser zurecht als mit dem amerikanischen? So viel steht mal fest. Die Türen wieder zu. Oh, das ist ja mal eine richtige Pfeife. Gute Arbeit. Damit haben wir die Einführung beendet. Weitere Details zur Bedienung dieses Zuges finden Sie im Handbuch. Ja, das Handbuch von DTG, das ist weltberühmt, als Katastrophe verschrien. Stehen aber auch einigermaßen oder gelegentlich auch mal nützliche Sachen drin. Ansonsten bin ich gerne dazu bereit, mich hier auch im englischen System ein bisschen schlau zu machen. Das Zugsicherungssystem, das kenne ich schon relativ gut. Die Signalbezeichnungen sind eigentlich auch recht einfach gehalten. Zumindest mal das, was die Grundlagen betrifft. Ich würde sagen, wir haben eine Goldmedaille erreicht, haben die ersten Punkte hier gemacht. Und dann werde ich jetzt mal ganz gemütlich das nächste Journey aufnehmen. Wir sehen uns dann um 18 Uhr, dann könnt ihr dieses Journey, was ich jetzt gleich aufnehme, auch schon sehen. Und in dem Sinne von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.